Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch den allerbesten Cappuccino zeigen, den ihr selber zu Hause mit nur 3 Zutaten machen könnt. Ihr werdet gar keinen Unterschied merken zwischen eurem Homemade Cappuccino und der Cappuccino in der Cafeteria. Die Zutaten ergeben eine große Menge, die wir in einer Tupperware im Gefrierfach für ca. 1 Monat lang aufbewahren können. Lasst uns dann mal direkt mit der Zubereitung starten. Wir benötigen ein Glas löslichen Kaffee, ein Glas Wasser und ein Glas Zucker. Ich gebe alle 3 Zutaten in meinem Rührgerät. Die Zutaten lasse ich für ganze 5 Minuten lang schaumig rühren. Wie ihr sehen könnt, verändert sich die Farbe und wird immer heller. Ihr könnt auch das Ganze mit einem elektrischen Handrührgerät rühren. Dies dauert aber ca. 5 Minuten länger. Meine Masse wird wie eine cremige Konsistenz und wird immer heller. Circa 5 Minuten könnt ihr sehen, wie meine Masse geworden ist. Jetzt bereite ich mir ein Glas Cappuccino vor. Dafür gebe ich in meinem Becher ca. 2-3 Esslöffel von der Masse. In der Zwischenzeit koche ich etwas Milch. Die Milch gebe ich in meiner Tasse und werde das Ganze verrühren. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Lasst mir einen Daumen da und abonniert meinen Kanal. Eure Samura.